Guten Tag! Und herzlich willkommen zu Willis Gaming Guides. Heute möchte ich euch eine Methode zeigen, wie ihr in The Witcher 3 theoretisch unendlich viele große Mutagene einer beliebigen Farbe, also Rot, Blau oder Grün, erlangen könnt. An dieser Stelle habe ich extra nochmal das Hauptmenü gezeigt, damit man sehen kann, dass wir quasi momentan bei Patch 1.5.0 sind. Während des Ladebildschirms noch eine kleine Info vorneweg. Ihr solltet diese Methode nach Möglichkeit innerhalb einer einzigen Spielsitzung anwenden. Den Hintergrund werde ich gleich noch genauer erklären und darauf eingehen. Bei dieser Methode geht es darum, die Monsternester in der Region Toussaint ausfindig zu machen. Deswegen kriegt ihr an der Stelle erstmal eine Karte gezeigt, wo ihr alle Monsternester in Toussaint finden könnt. Wenn man eins gefunden hat, muss man eben alle Mobs außenrum killen, das Nest zerstören und darauf hoffen, dass sich ein großes Mutagen in diesem Nest befindet. Ob und welche Mutagene sich in einem Nest befinden, ist total zufällig. Der Vorteil dabei ist, sobald man ein Mutagen gefunden hat, was man benötigt, dann kann man dieses theoretisch so oft man will looten. Das funktioniert dann eben so, dass man nicht das komplette Nest lootet, sondern nur alles, was man braucht. Also vordergründig erstmal das Mutagen, wenn dann eins drin ist. Und man muss mindestens einen Loot-Gegenstand in diesem Nest drin lassen. Ganz wichtig zu erwähnen ist auch, dass ihr dieses Nest nicht immer looten könnt. Wenn ihr jetzt also zum Beispiel die aktuelle Spielesitzung verlasst und dann wieder in die Spielesitzung zurückkehrt, dann kann es sein, dass das Nest leer ist. Wenn ihr also ein Nest gefunden habt, was ein Mutagen enthält, was ihr dringend benötigt, dann solltet ihr euch erstmal ein paar von den Dingern zulegen, bevor ihr dann eben das Spiel abspeichert und beendet. Ansonsten ist das entsprechende Nest nämlich tot und ihr könnt quasi erst wieder, nachdem ihr ein neues Spiel startet, von diesem Nest looten. Ihr habt jetzt gesehen, ich habe 7-mal meditiert und nach dem 7. Mal meditieren war eben wieder ein großes grünes Mutagen in diesem Monsternest. Allerdings kann es auch sein, dass man 7, 8, 9 Mal meditieren muss, bis dann eben das Nest wieder voll ist. Ich habe das extra noch ein paar Mal gemacht, da könnt ihr mal mitzählen, also das ist nicht immer dieselbe Anzahl an Meditationen, die es erfordert.
Ich habe auch mal getestet, wie es sich mit Schnellreisen verhält, aber scheinbar ist es so, dass nach einer Schnellreise und eben danach der Rückkehr an dieses entsprechende Nest der Loot immer noch vorhanden ist. Mach langsam. Ja, ich bedanke mich recht herzlich fürs Video gucken und ich hoffe, euch hat das Video weitergeholfen und gefallen. Wenn es euch nicht gefallen hat, kann ich euch leider auch nicht weiterhelfen. Wie auch immer, ich wünsche euch in jedem Fall noch einen guten Zock. Auf Wiedersehen.